Können Sie mir eine Runde zu? Thank you.
Läuft? Ich halte jetzt hier mal so ein bisschen die Haare davor. Die Dame mit dem Halsschild und der aufgesteckten Brille ist die Hotelchefin. Frau Schütte. Schütte oder Schütte? Ja, mit dem Halstuch. Ah ja, Schütt. Bettina Schütt klingt aber so, als sei die Belgierin oder Niederländerin. Ganz süß. Hier ist auch noch Platz. Ja, alle so weit nach hinten. Da geht doch. Kann man dieses Licht ein bisschen so, weil es irgendwie so genau wie das Ding, wenn man so blöd ist, mal so blendet. Nur dieses eine würde mir schon reichen. Oder wir werfen es aus mit irgendwelchen Metallgegenständen. Nur dieses da. Die sind auch, die anderen sind alle gekippt. Siehst du das? Die sind alle weggedreht. Mal sehen. Wir haben einen Livestream, sage ich mal gleich zu Beginn. Livestream-Punkt noch irgendwas nett. Wenn gleich der Herr Knapp wieder da ist, können wir das nochmal da hinten sitzen. Wenn Sie das mal laut sagen, wie das ist, falls das noch schnell jemand twittern will. Internet, nein. Und zwar findet man das auf dem Hochwald-Livestream. Ich habe jetzt die Internetseite nicht so da, ist auch langweilig vorliegt, aber bei YouTube gibt es einen Kanal von Hochwald und dort wird das dann aufbereitet. Ja. Also wenn ihr das jetzt alle noch twittern wollt, könnt ihr das alle? Währenddessen sage ich schon mal guten Abend. Mein Name ist Anja Görz. Es ist toll, wie voll es ist, wie ihr alle hier seid und dass ihr alle so großes Interesse daran zeigt, egal ob Mann oder Frau, was sich hinter 80B verbirgt. Ich habe ein bisschen Hilfe heute hier. Claudia Kleinert ist da von Blush Ressource hier in Berlin, die tatsächliche Fachfrau ist. Ich habe mir natürlich viel angelesen für diesen Roman, aber die wirklichen Fakten kann natürlich Claudia nur beisteuern, weil die kennt sich richtig aus.
gab gerade schon kurz die Frage, warum denn 80B? Und ich habe im Bekanntenkreis jemanden gehabt, der hat gesagt, nenn es doch lieber mein Leben in 80 Doppel D, dann kaufen es auch Männer. Ich habe mich dann doch für 80B entschieden, weil tatsächlich, und da musst du mal sagen, ob es stimmt, eine Zeit lang ist 80B die meistverkaufte BH-Größe in Deutschland gewesen, also Durchschnitt. Ist das so? Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gängige Größe. Also es gibt auch viele Frauen, die meinen, sie haben 80B, das ist dann aber schon ein paar Jahre her und es ist so ein bisschen mehr geworden. Geht noch. Aber es geht noch. Also 80B ist eine gängige Größe. Und deswegen, weil 80B eben steht hier natürlich nicht nur für die Größe, sondern auch für das Leben der Protagonistin, die eben ein Durchschnittsleben führt, verheiratet am Stadtrand von Berlin, zwei Kinder. Die Frau lebt in Feigensee und jetzt diejenigen, die hier vorher mal kurz gegoogelt haben, wo ich so herkomme, was ich mache, ja, ich lebe auch in Feigensee. Ich habe aber nur ein Kind, mein Mann ist auch nicht in der Werbung, also die Parallelen sind... ...Norm gefunden für BHs. Die EN 13402, falls Sie mal in die Verlegenheit kommen, die irgendwo sagen zu müssen. Und zwar rechnet man danach den BH folgendermaßen aus. Die Unterbrustbandgröße entspricht dem auf 5 cm gerundeten Unterbrustumfang. Die Körbchengröße ergibt sich aus der Differenz zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang. Die Bezeichnungen sind prinzipiell alphabetisch beliebig erweiterbar. Bis wann verkaufst du so? Bis Z? Nein, bis D oder E. Und dass jemand so kommt und sagt, ich habe das genau ausgerechnet, diese Größe brauche ich dir wahrscheinlich auch noch nicht. Hat ich in 11 Jahren noch nie, ehrlich gesagt. Also bei uns läuft das dann eher so, dass wenn die Kundin sagt, also ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die war so Anfang 50 und meinte, sie hätte noch nie in ihrem Leben BH gekauft. Und das wäre jetzt heute das erste Mal und ob ich ihr dabei behilflich sein konnte. Und dann habe ich die Dame natürlich ausgemessen und das wird bei uns in der Regel immer so gemacht, man holt das Maßband. Man misst den Unterbrustumfang und die Kappgröße kann ich eigentlich ganz gut einschätzen, so vom Hingucken und ja. Also das heißt, wenn Männer in den Laden kommen und sagen, na so ungefähr so, dann weißt du schon. Das haben wir jedes Jahr im Dezember sehr häufig. ja, also ich versuche dann eher ein Hemdchen oder ein Kleid zu verkaufen, weil eine geschätzte BH-Größe geht meistens nach hinten los. Wir haben da so Plastikbüßen, die auch im Fenster stehen und im Laden. Also verschiedene manchmal, Größen? Manchmal holen wir die und lassen den Mann zeigen, zeigen dem Mann nochmal die Füße und sagen, okay, also die Büste hat jetzt eine 75B. Hat die Frau mehr oder weniger? Und dann, also es kann bis zu anderthalb Stunden dauern. Und ist die so? Geht die das? Das fände ich jetzt spannend zu wissen, ob die Tendenz dann eher dahin geht, dass die Männer größer schätzen oder kleiner? Naja, also generell, Männer schätzen gerne die Oberweite größer und den Slip ganz, ganz klein. Warst du schon mal auf einer Dessous-Party? Ich war noch nie auf einer Dessous-Party, aber wir haben bei uns im Laden so eine Ladies' Night, wo nur Frauen eingeladen sind. Das ist so alle 8 bis 12 Wochen und das ist ähnlich wie deine Dessous-Party. Ich war tatsächlich mal auf einer Dessous-Party und zwar habe ich für einen Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, in Schleswig-Holstein eine Sendung gemacht, monothematisch über Partys. Da habe ich eine Turba-Party besucht und eine Dessous-Party und ich weiß gar nicht was. Lustig ist, wenn man das jetzt erzählt auf Lesungen, dass immer jemand kommt mit irgendwas, was man noch nicht kennt. Kerzenpartys gibt es zum Beispiel, wo dann jemand immer sagt, zu mir gesagt hat, die sind zwar sehr teuer, aber super Qualität. Dann habe ich jetzt was gefunden, das kennen Sie vielleicht noch nicht, wenn Sie jetzt hier schon nicken bei den Kerzenpartys, Stempelpartys. Kann ich sagen, Gastgeber einer Stempelparty verbringen einen lustigen Abend mit Freunden und bestellen günstiger. Jetzt so in der Vorweihnachtszeit, nur dass Sie Bescheid wissen. Getrunken haben Sie auch schon ein bisschen, das ist gut, weil ich habe beim Einlesen dieses Buch festgestellt, dass nicht nur wirklich viel gegessen, sondern noch viel, viel mehr getrunken wird. Also immer schenkt sich einer irgendwas ein. Glücklicherweise habe ich ein Zitat gefunden, das das erklärt. Alkohol natürlich war keine großartige Geschichte, je damit begonnen hat, dass jemand einen Salat gegessen hat. In meinem ersten Roman wurde noch eher auf sehr niedrigem Niveau gegessen. Da gab es so Sachen wie gebackene Bohnen mit Thunfisch und das mit Käse überbacken in der Mikrowelle. Ist lecker, kann man mal probieren. Kann man auch nichts falsch machen.
hier ist es jetzt so, dass auf wesentlich höherem Niveau gekocht wird. Und das habe ich unter anderem diesem Restaurant zu verdanken. Hier hat Daniel Kresowitsch gekocht, der auch tatsächlich als Person in diesem Buch vorkommt. Wenn Sie das Restaurant kennen, wie es sonst eingerichtet ist, werden Sie auch das Restaurant wiedererkennen. Wenn Sie hier mal in einem der Zimmer übernachtet haben, werden Sie auch die Zimmer wiedererkennen. Also das war so Orientierung. Und Daniel hat mir wirklich ganz, ganz viel gezeigt, erklärt, was so Sachen, zum Beispiel dieser Eddingstift, den so Köche immer in der Brusttasche haben, wo ich mich immer gewundert habe, wozu eigentlich ist, den brauchen die zum Beschriften dieser Vakuumbeutel. Also wenn Reste sind, müssen die immer gleich weggetackert werden und da muss dann draufstehen, wann das eingeschmolzen ist und so weiter. Also daher dieser komischen. Noch mehr Essen, ich habe dieses Buch gewidmet zum einen meiner Mutter, die, wie alle Mütter, natürlich gewisse Dinge immer am allerbesten kocht. Bis, jedenfalls fand mein Vater das bis auf Pflaumenkuchen. Mein Vater hat zu meiner Mutter immer gesagt, sie soll einen Pflaumenkuchen machen, so wie seine Mutter den gemacht hat. Und zwar mit Hefe. Und meine Mutter wollte aber keinen Hefekuchen machen, hat dann irgendwann zu mir gesagt, dann backt ihr den doch selber. Und dann ist er losgegangen, hat sich alles gekauft, was man so braucht und hat den Kuchen gebacken und hat aber nicht gewusst, dass man Hefe gehen lassen muss. Und das war dann mehr so ein Stück Beton mit Pflaume. Aber da ich jetzt auch meinem Vater wegen dieses Pflaumenkuchens dieses Buch gewidmet habe, hat er sich erinnert, dass er doch eigentlich ein super Bäcker ist und hat wieder angefangen, Pflaumenkuchen zu backen. Und jetzt die zweite Information für Sie zum Mitnehmen. Es gibt jetzt fertigen Hefeteig zu kaufen bei Aldi. Und das Gute ist, wenn der aus ist, von meinem Vater getestet, kann man auch Pizzateig nehmen. Funktioniert. Ich habe dieses Buch auch den Menschen gewidmet, bei denen ich schon lecker essen war und bei denen ich es vielleicht noch tun werde, in der Hoffnung, ganz viele Einladungen zu bekommen danach. Nicht eine ist bisher gekommen. Guck mal die Freunde an, die so mitsitzen. Bin da sehr empfänglich. Und um auf die Dessous-Party zurückzukommen, starten wir jetzt einfach mal am Anfang des Buches bei einer Dessous-Party. Was meint ihr? Ist das sexy oder ist das sexy? Silvia hielt sich einen Seidenbart wie in Pink mit applizierten, zart rosafarbenen Blumen von meinem mitgebrachten Kleiderständer an ihren mageren, fast schon unterernährten Oberkörper, der nur in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Satin-Top mit passendem Slip steckte. Sie drehte sich vor dem aufgestellten Spiegel hin und her. Doch, doch, nickte ich und gab mich begeistert. Ich stellte mich näher zur Gastgeberin der heutigen Dessous-Party. Das ist wirklich ein tolles Teil. Wunderbare Qualität, da hast du dir gleich das Richtige rausgegriffen. Gibt's übrigens auch in Braun und in Blau. Und durch die wattierten Körbchen und die eingearbeiteten Bügel formt und hebt der BH die Brüste und lässt sie glatt eine Nummer größer aussehen. Silvia hob die Augenbrauen und bekam einen starren Blick. Und ihre Freundinnen hielten erschrocken mit der Besichtigung der Unterwäsche in. Nicht, dass du es nötig hättest, aber dieser Buddy macht ein wahnsinnig aufregendes Dekolleté, ergänzte ich deshalb lieber schnell. Das reichte aus, um das debile Lächeln auf Silvias Züge zurückzuzaubern. Ich versuchte, nicht zu sehr auf ihre aufgepumpten Brüste zu starren, die mich irgendwie an halbe Kokosnüsse erinnerte. In der Schule hatten wir Mrs. Superbubu BMW genannt, Brett mit Warzen, weil sie noch weniger Oberweite hatte als der dicke Sven. Dieser Ungerechtigkeit der Natur war sie mit dem Geld ihres Mannes aber kurz nach der Verlobung zu Leibe gerückt. Die anderen schoben sich schon wieder entspannt gegenseitig durchsichtige Spitzen-BH-Sets mit Stringtanga, Hüftslip oder Hipster und biedere Bauchwegschlüpfer zu. Wattierte Büstenhalter in der Farbe Plum, Midaslips in Burgunder, Baumwollbuddies in Magnolia und Sport-BHs in Ecru. Die Gäste linsten nach den Preisschildern und schütteten sich zwischendurch immer wieder den billigen Prosecco in den Hals. Alkohol. 2 bis 3 Mal in der Woche besuchte ich in meiner Stadt Falkensee im benachbarten Potsdam und im angrenzenden Berlin gelangweilte mehr oder weniger junge Damen, die hinter einem Abend als Gastgeberin einer Dessous-Party Aufregung und Abenteuer und einen Hauch Verruchtheit vermuteten. Letztendlich unterschieden sich die Abende aber kaum vom Heimverkauf von Plastikschüsseln. Wenn man davon absah, dass ich nicht in der Küche stand, sondern meinen Klappkleiderständer und meine Warentischdecke in und um Berlin ausbreitete und eben statt Plastikdosen, Trinkflaschen und Küchenhelfern gewagte Spitzentangas, Büstenhalter und Buddies im Angebot hatte. Alle Größen, alle Farben, wobei ein Großteil der Ware in 80B verkauft wurde. Gewöhnlich liefen die Partys nach Schema F ab. Erst saßen die Mädels steif und verklemmt auf Sofas und Sesseln und ließen sich von mir die Geschichte von Lucinda Dessous erklären. Vor gut 30 Jahren hatte sich eine gelangweilte Hausfrau in Nordfriesland über die Auswahl der Unterwäsche im einzigen Fachgeschäft ihrer Kleinstadt so sehr geärgert, dass sie ihr Konto plünderte, mit der Bahn in die nächste Großstadt fuhr und dort in verschiedenen Läden einen Koffer voll Reizwäsche einkaufte,
sie dann mit Gewinn an ihre Freundinnen und Nachbarn weiterverkaufte. Die Idee war geboren. War das bei dir so ähnlich eigentlich? Hat dich auch geärgert, was es so gibt, und dann hast du gedacht, jetzt mache ich mal meine eigene Linie? Ja, aber was mich noch viel mehr geärgert hat, war so das Umfeld, wie die Wäsche präsentiert wurde. Nämlich so ein kaltes Neonlicht in viel zu engen Umkleidekabinen und sehr uncharmant und sehr unsexy und ein bisschen angestaubt oft. Und ich wollte einfach eine modische, freundliche, helle Umgebung. Gern so diese Verkäuferinnen aus, wenn man gerade ausgezogen ist, die gerne den Vorhang aufreißen. Passt! No. Das, was ich da beschreibe, diese Idee aus Nordfriesland, die ist natürlich nicht wirklich entstanden, aber wenn man aus Nordfriesland kommt, oder das kann man auch hier irgendwo in Brandenburg oder in ländlichen Bereichen von Mecklenburg-Vorpommern haben, da gibt es ja so Fachgeschäfte. Also in Nordfriesland ist es so, dass die Leute immer danach heißen, was sie machen. Also da gibt es Mine Becker, die natürlich in der Bäckerei arbeitet, oder Hannes Fleischer, und es gibt bei uns auch einen Laden, der heißt Eimer Plün. Die verkauft Kleidung. Diese Eimer, und wenn man sich vorstellt, dass die Eimer Plün heißt, kann man sich vorstellen, was für Unterwäsche die verkauft. Kochfest, gerne in so Leberwurstfarben, also da ist mit Reizwäsche nicht viel zu wollen. Alle. Auf jeder Lesung ist das so. Leonardo-Gläser hatte ich auch. Ich war noch die Generation mit den Golddingern. Meine Schwester hatte dann, glaube ich, die mit den Wölkchen. Und was noch toller war, bei den Wölkchen nachher gab es ja so Plastikpieker für die Longdrinkgläser. Keiner wusste, was man damit machen sollte, weil man ja noch nicht im Cocktailalter war. Aber jeder hatte diese Plastikstöcke. Und die standen dann in diesen Gläsern auf dem Regal und daneben das Teeservice mit den Bechern ohne Henkel und so. Kennen alle, klar. Nach 2 oder 4 Gläsern billigen Wein hatten die Ladies dann meistens genug Mut, um sich vor ihren Freundinnen richtig nackt zu machen und Dinge anzuprobieren, die garantiert nie wieder das Tageslicht sehen würden. Für mich einerlei. Ich bekam eine Provision auf die verkaufte Ware. Ganz egal, wie oft die Stücke später getragen wurden. Ist das so bei diesen Partys, die du machst, bei diesen Ladies-Partys, dass die sich auch schon so ein bisschen Mut antrinken müssen, bevor sie dann Sachen testen, probieren? Also die gewagteren Sachen? Immer viel, das ist kann ich nicht abstreiten. Ich habe da für diese Geschichten auch mich so ein bisschen kundig gemacht. Es gibt eine Internetseite, büstenhalter.com, wichtig für die Herren hier, merken, weil auf büstenhalter.com findet man auch ein Foto davon, wie so ein Schild aussieht, auf dem die Größe abgedruckt ist. Also wenn Sie dann zu Frau Kleinert gehen, um für Ihre Frau ein schönes Weihnachtsgeschenk zu kaufen, können Sie vorher mal gucken, wie so ein Schild aussieht. Ganz groß drunter steht, Achtung, Konfektionsgröße ist nicht BH-Größe. Also Sie können nicht hingehen und sagen, hier, Hosegröße 40, hätte ich gerne den passenden BH, funktioniert nicht. Und auf dieser Seite, und da hat sie ja was mitgebracht, das können wir mal zeigen, gibt es unter anderem auch Hinweise über verschiedene BH-Verschlüsse. Was ja für Männer durchaus auch mal wichtig sein könnte. Und da habe ich festgestellt, es gibt tatsächlich über 20 verschiedene. 8 Haken, 6 Haken, vorne, hinten schließen. Und Claudia hat so ein paar Muster mal mitgebracht. Das ist jetzt alles eigene Kollektion. Nicht alles, sind auch ein paar antike Teile dabei. Also das ist zum Beispiel eigene Kollektion. Und das ist, wie du gefragt hattest, wirklich ein BH80B. Also sie sieht 80B. Zum Beispiel. Das ist so ein ganz klassischer Verschluss mit 2 Haken. Kennen alle. Dann haben wir hier nochmal ein Modell aus unserer Kollektion. Ein Aufreizender, so wie in deinem Buch. Ist auch 80. Nach 4 Prosecco. So, und dann haben wir ein sehr lustiges Modell, das hat einen Vorderverschluss. Sehr begehrt bei Männern, gibt es aber sehr selten eigentlich. Also man muss da nicht so lange nesteln, sondern es geht einfach... Das ist eigentlich wahrscheinlich von den Still-WHs übernommen, oder? Die haben doch auch mal vorne. Oh, super. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Sexiness rein jetzt. Es ist nicht weniger nesteln, aber das Nesteln ist an einer interessanteren Stelle. Dann haben wir hier einen antiken BH, der ist so circa 80 Jahre alt. Und das ist tatsächlich, habe ich gefragt, das ist kein nachgemachter Alter, sondern richtig original alt. Das wäre auch total aus Baumwolle, da ist nichts elastisch, das gab es damals nicht, elastische Fasern. Das sind so diese Modelle, wie diese Haken oben.
Das sind so diese Modelle, die man auch in diesen alten Filmen manchmal sieht, wo die dann so diese ganz engen T-Shirts anhaben und wo man sich fragt, wie haben die so dreieckig gekriegt, oder? Dann haben wir, das ist auch aus unserer eigenen Kollektion, also wir sind dafür bekannt, dass wir eher so ganz leichte BHs haben, auch für viele kleine Brüste und da gibt es dann einfach auch... Gibt es aber auch größer. Gibt es auch größer, klar, so einen ganz kleinen Haken. Dann habe ich noch ein antikes Modell. Das ist ungefähr auch, ich schätze mal, 50, 60 Jahre alt. Also damals waren die BHs noch ganz leicht und hatten nicht so wahnsinnige Polster wie heutzutage. Und der hatte auch so einen ganz speziellen Verschluss nochmal, so einen kleinen. Schwer zu öffnen. Ja. Mehr so zum über den Kopf ziehen. Ja, vielleicht. Aber auch sehr spitz. Ja, also wir können nachher auch nochmal aus der Nähe natürlich gucken. Was ich vorhin schon angedeutet habe, ist bei mir das Problem, dass ich mich mit Namen wirklich sehr schwer tue in den Romanen. Also ich habe immer Probleme, mir Namen zu überlegen und Nachnamen zu überlegen. Hier war es so ein bisschen einfacher, weil Ilse musste die heißen, weil der Koch drin vorkommt. Und Ilse Bilse, keiner Wilse. Das musste sein. Elissa war einfach, den habe ich von einer Kollegin geklaut, den Namen, die heute hier ist. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich, dass ich diesen schönen Namen benutzen durfte. Die Person in diesem Buch hat mit der Kollegin wirklich überhaupt nichts gemeint. Nichts außer dem Namen, weil sie wirklich ganz tolle Kollegin. Und ich weiß, dass Elissa in diesem Buch, die Freundin von Ilse, hat schon den Hass verschiedener Rezensentinnen auf sich gezogen, weil sie sehr ehrlich ist und ihrer Freundin sehr direkt sagt, was sie so von ihrem Leben hält und davon, wie es so geht. Im ersten Roman gab es einen, der hieß Hannes Pede in der ursprünglichen Version und meine Mutter auf dem Dorf hat dieses Buch dann gelesen in der Version, bevor es gedruckt wurde und hat zu mir gesagt, das kannst du nicht machen, den kannst du nicht so nennen, so heißt der hier von der Sparkasse. Und Sparkasse Risum Lindholm ist, können Sie sich vorstellen, so ungefähr wie zwei Toilettenboxen hier im Hotel. Also Tür auf, einen Schritt gehen und man steht vorm Schalter, vor dem Schalter. Mehr gab es da nicht, Glaswand davor. Ich habe dann gesagt, aber der sieht doch ganz anders aus als Hannes Pede. Dann hat sie gesagt, das geht trotzdem nicht, den kannst du nicht so nennen. Dann habe ich den also Bendix genannt und habe dann hier in Berlin das erste Mal aus dem Buch gelesen. Da war eine Freundin von mir, die auch Pede heißt. Ich habe gedacht, das ist halt ein häufiger Name. Und die kam nach der Lesung und sagte dann, das ist ja lustig, dass du den Pede genannt hast, der heißt ja wie ich. Und dann ist ja auch ein total häufiger Name, aber bei uns im Dorf, der von der Bank, der heißt auch Pede, Hannes Pede. Und dann hat sie gesagt, ja, ist mein Onkel. deswegen ist das mit Namen für mich immer ein bisschen schwierig. Ich bemühe mich dann jetzt immer, das ein bisschen offener zu halten. Jetzt heißt der Koch heißt jetzt hier Oke Christiansen. Ich konnte ihn ja schlecht Daniel Kresovic nennen. Er hätte auch wieder, vor allem kommt ja Daniel Kresovic auch nochmal irgendwann vor. Aber es ist tatsächlich so, dass der Oke auch ein Name ist, der eher unbeliebt ist. Also ich habe auch schon Lesungen gehabt, gerade hier so ist Oke so ein Name, wo die Leute immer sagen, was ist das denn? Ist doch kein Name. In Schleswig-Holstein ist das total normal. Da heißen die alle Oke und Momme und Hauke. Und deswegen war das für mich nicht so ungewöhnlich, den so zu nennen. Ich habe eine Freundin, die heißt Holke und die Schwester heißt Levke. Und ich finde ja, es gibt noch schlimmere Dinge. Also wenn Sie diese Internetseite Chantalismus kennen, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, da gibt es ja diese Geschichten zum Beispiel von dem Jungen im Kindergarten, der immer gesagt hat, er heißt Hirschelbär. Ja. Hirschelbär, er stellt sich raus, er heißt Pierre Gilbert. oder Üfes, wie Üfes Rosche. Französisch, Üfes, also ich finde, da ist Oke jedenfalls was, was jeder aussprechen kann, oder? Das kann man noch nehmen. Und das ist jetzt so, dass es eine ganz gewöhnliche Familie ist und natürlich werde ich immer gefragt, wie viel von Ilse steckt denn in dir oder auch im ersten Buch, wie viel ist da von dir mit drin. Es gibt immer Dinge, die tatsächlich aus dem Leben gegriffen sind. Ich kann auch, habe ich festgestellt, gar nicht mehr so unkonzentriert Bahn fahren. Wenn da nebenan Leute sitzen, hört man immer, was die so reden, ob man das vielleicht nochmal verwenden kann. Und ich habe einen 12-jährigen Sohn und der hat ungewollt auch ein paar Geschichten beigetragen. Er weiß das nicht und ich habe in Falkensee gelesen, da kamen dann die ganzen Mütter aus seiner Klasse und das Problem ist bei dieser Geschichte, die jetzt kommt, die auch tatsächlich passiert, ist so ähnlich.
habe ich die Namen der Kinder aus seiner Klasse einfach benutzt und musste dann in dieser Lesung im Falkensee immer sagen, es ist nicht dein Sohn, den ich da meine, und Diana wird auch nicht mit H am Ende geschrieben. Also viele von den Sachen, die jetzt kommen, sind tatsächlich passiert. Die Familie sitzt zusammen am Frühstückstisch und hört sich an, was der Sohn zu erzählen hat. Mein Sohn liebte es, am Wochenende der ganzen Familie zu berichten, was in seiner vierten Klasse wieder Weltbewegendes geschehen war. So hatte ich seit meinem ersten Kaffee schon erfahren, dass er im Bergunterricht einen Höhleneingang in einen Ytongstein gemeißelt hatte. Wirklich wahr, ich habe ein Foto dabei, weil es tatsächlich mal Nachfragen gab und bezweifelt wurde, dass in der vierten Klasse mit Ytong gearbeitet wurde. Ich kann versichern, die Kinder hatten alle einen Mundschutz, weil das ja offensichtlich gefährlich ist, mit Ytong zu arbeiten. Er kam nach Hause mit diesem Stein. Das sind ja immer so, ich weiß nicht, ob sie so eine Bastelmutter sind, die immer eine helle Begeisterung ausbricht, wenn die Kinder irgendwas mitbringen aus dem Kindergarten oder der Schule oder auch gleich das Paket für Omi fertig gemacht wird. Dieser Ytong-Stein jedenfalls lässt sich schlecht verschicken, deshalb steht er immer noch auf unserer Terrasse. Da ist ein Loch drin und in diesem Loch kann man an einer Stelle so durchgucken. Und dann habe ich natürlich gefragt, was das sein soll und bekam die Antwort natürlich einen Höhleneingang, selbstverständlich. Also wie gesagt, Fotobeweis an beiden, wenn Sie gucken wollen. Und er erzählte, dass alle in der Klasse ihre Novembergedichte aufsagen mussten. Inzwischen war ich bei der dritten Tasse Kaffee angelangt, Tom bei der Schilderung der Mitschülergedichte von gestern Morgen. Also Chris, den kennst du ja, Mama, der lernt immer sehr lange Gedichte auswendig und diesmal hat er... Immerhin war Hannah noch zu Reaktionen fähig. Ich zog die Augenbrauen hoch, um ihr zu signalisieren, dass sie ihrem kleinen Bruder gegenüber etwas nachsichtiger sein sollte. Sie verdrehte die Augen und stand auf, um sich am Küchentresen ein Glas Mineralwasser einzuschenken. Tom ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Und dann ist er endlich angekommen, der arme Mann. Er war sehr müde und Hunger hatte er auch. Denn als er da langgereitet ist, da gab es zum Beispiel noch gar kein McDonald's. Eine Tatsache, die für seinen kleinen Kinderkopf geradezu unvorstellbar schien. Toni hatte Mühe, sich ein Grinsen zu verkneifen. Und dann, Mama, weißt du, was dann passiert ist? Tom machte eine bedeutungsschwere Pause, bevor er zum Ende seiner Geschichte kam. Mit Mühe und Not hat er den Bauernhof erreicht, aber dann ist der Mann fast vom Pferd gefallen und alle haben gesehen, dass das Baby auf seinem Arm einfach tot war. Am Ende waren Carina und Inken so traurig, dass sie weinen mussten. Aber die sind sowieso Babys und heulen immer gleich los. Kann ich noch ein Brötchen mit Nutella haben? Er lächelte mich an und griff nach dem Korb mit den Backwaren. Schön, wenn das Leben noch so einfach ist. Goethes Erdkönig und Nuss-Nougat-Creme. Kann ich aufstehen? Ich würde gerne im Bett noch etwas lesen, leitete Hannah ihren Rückzug ein. Toni nickte, da konnte ich schlecht Nein sagen. Was machen wir denn heute? Bummeln? Och nö, bummeln ist scheiße langweilig. Da muss ich wieder rumsitzen, wenn du Kleider anprobierst. Habe ich keinen Bock, ich will lieber Fahrrad fahren. Tom zählte heute schon mal nicht zu meinen Verbündeten. Toni setzte sein Es-tut-mir-so-leid-Gesicht auf und stellte seinen Kaffee ab. Tut mir leid, ich kann auch nicht, ich muss unbedingt noch mal ins Büro. Montag ist das Pitching für den Porsche-Spot, da müssen wir die endgültige Fassung verabschieden. Das dauert sicher eine Weile, keine Ahnung, wann ich zurück sein werde. Alleine habe ich auch keine Lust. Ich nahm mir noch etwas lustlos ein Brötchen aus dem Korb. Vielleicht dauert es ja doch nicht so lange und wir können heute Abend noch was zusammen essen, machte Toni einen weiteren Versuch. Ich könnte Sushi mitbringen. Oh ja, Sushi, ich nehme die mit ohne das scharfe Weiße. Tom, Sushi, versuchte Toni es ganz langsam. Ja, sage ich doch. Kann ich auch die kleinen roten, kleinen Frühlingsrollen mit Hähnchen? Klar, wenn Mami auch einverstanden ist. Ja, Mami ist auch einverstanden. Mir war jetzt schon klar, worauf es hinauslaufen würde. Toni fuhr ins Büro, rief irgendwann an, dass es doch später werden könnte, rief dann noch einmal an, um zu sagen, dass es tatsächlich sehr spät werden würde. Und am Ende saß ich mit den Kindern vor einem Disney-Zeichentrickfilm und futterte mit ihnen Pizza vom Lieferservice. Wäre nicht das erste Mal. Aber ich versuchte Tom nicht den Spaß zu verderben. Lass uns doch erstmal abwarten, wie es bei euch in der Agentur läuft. Fährst du jetzt gleich los? Toni stand auf, stellte seinen Teller und den Kaffeebecher ins Spülbecken und nickte. Ja, je eher ich anfange, desto eher bin ich vielleicht wieder da. Er strich Tom über den roten Schopf, stellte sich hinter mich und küsste meinen Nacken. Igitt, Elternsex! Muss das sein? Ich esse noch! Tom machte Würgegeräusche und verdrehte genervt die Augen. Das ist so die Familie. Kennt vielleicht jeder. Und du kennst das auch. Dein Mann ist tatsächlich in der Werbung, oder? Ja, es gibt echt einige Parallelen. Das ist deshalb lustig, weil wir uns wirklich gar nicht kannten, bevor wir uns verabredet haben für hier. Dann habe ich mit Claudia telefoniert vor zwei Tagen und sie hat gesagt, ich lese das gerade, es ist ganz unheimlich, weil da viele Dinge tatsächlich so sind. Mhm. Aber nur die unwichtigen. Nicht die, auf die es dann ankommt.
wenn Sie die Rezepte gerne mal nachkochen wollen, die hier so früher auch gekocht wurden. Es gibt so einen kleinen Rezeptteil hinten dran. Da hat sowohl Daniel Kastowitsch Rezepte beigesteuert, aber auch Stefan Hartmann aus Hartmanns Restaurant, dann Marco Müller aus der Rutz Weinbar und Johannes King von Sylt, vom Söllringhof und Bernhard Moser von der Weinschule Berlin hat einen, wie man mir sagte, weil es schon getestet wurde, ein super Rezept für Kaiserschmarrn mit angehängt. Es gab schon Leute, die gesagt haben, sie haben zugenommen während des Lesens. Sie wissen ja, alkoholabhängig sowieso. Aber das können Sie alles ausprobieren und dann gucken, wie es geht. Bernhard Moser ist deshalb auch mit dabei in diesem Buch, weil der in die Rolle von Elissa schlüpfen musste an einer Stelle, weil ich mal wissen wollte, wie so ein Restauranttester eigentlich arbeitet. Es gibt einen ganz, ganz tollen Roman von einer Frau, die in New York als Restauranttesterin gearbeitet hat. Und die war nachher schon so bekannt, die hat für die New York Times gearbeitet, die musste sich immer verkleiden, wenn sie irgendwo hingeht. Fand ich super und wollte das auch so einbauen. Die Lektorin hat dann aber gesagt, nee, das sei ja viel zu spinnert, das würde es auf Sylt nicht geben und das sei doch albern. Ich habe das dann so ein bisschen reduziert, aber so ein klein wenig ist das immer noch so. Das mit den Lektoren ist übrigens tatsächlich manchmal so, bei dieser Geschichte gerade mit dem langen Gedicht, mit dem Erlkönig, das ist tatsächlich passiert in der Klasse meines Sohnes, weil, das kennen Sie ja vielleicht auch, ein so ein Klugscheißer ist ja immer dabei, in jeder Klasse. Und die haben einen, der wirklich immer so Kilometergedichte auswendig lernt. Und das wird natürlich auch immer super benotet, aber die anderen, mein Sohn, der dann auf die Frage, warum er nicht auch mal was Längeres auswendig lernen würde, sagte, muss ich doch nicht, kriegt doch auch so eine Eins. Natürlich auch zurecht, aber diese kleinen Klugscheißer gab es und dementsprechend auch tatsächlich den Erlkönig und das muss man dann so einer Frau erstmal verkaufen, die Lektorin ist und selber keine Kinder hat, aber sie hat es dann ja dann geglaubt und gesagt, lassen wir drin. Nun ist es so, dass Elissa unbedingt möchte, dass Ilse nach Sylt kommt, um mit ihr ihren 40. Geburtstag zu feiern und Ilse ist aber der Meinung, sie kann ihre Familie nicht alleine lassen und will sich auch nicht so richtig unentbehrlich fühlen und tut sich deshalb sehr schwer. Letztendlich fährt sie dann doch. Und bist du Sylt-Kenner? Bist du manchmal auf Sylt? Dieses Restaurant, in das sie dann gehen, das ist zwar hier auf Sylt, ist aber tatsächlich innerlich, erinnert das sehr an das Restaurant 44, wenn man genau hinguckt. Weil man natürlich beim Schreiben immer so Bilder im Kopf hat. Ich habe auch in dem ersten Roman tatsächlich die Radiostation, in der es spielt, beschrieben, genauso wie die erste Radiostation war, bei der ich gearbeitet habe. Das Tolle ist ja dann, wenn sich Leute wiedererkennen, die man gar nicht gemeint hat. Also bei dem Radioruf war es so, dass ganz viele Radiokollegen dann gesagt haben, das ist ja toll, hast du ja mich gemeint, super. Da habe ich immer gedacht, egal, wenn sie es kaufen und weiter verschenken und immer sagen, da komme ich vor. Ja, meinetwegen. Und jetzt erfahren Sie, warum so viele Frauen mir gesagt haben, dass Elissa eine total unsympathische Freundin ist, weil die nämlich eben einfach sagt, was sie denkt. Und ich bin der Meinung, so eine Freundin braucht man, auch wenn die nicht so liebenswert erscheint auf den ersten Blick. Die sitzen also beide in diesem Restaurant, wo das Testessen stattfinden soll für Elissas große Geburtstagsparty. Elissa hat tagsüber gearbeitet und Ilse war so ein bisschen Einkaufsbummel in der Westerländer Einkaufsstraße. Mal ehrlich, sagte Elissa, beugte sich über den Tisch. Liebst du Toni noch so wie damals, als ihr nächtelang gequatscht habt und es morgens aufgewärmte Pizza zum Frühstück gab? Habt ihr noch eure wilden Momente, in denen nur die Liebe zählt, in denen du deine Gören vergessen kannst? Und habt ihr Abende ganz für euch, an denen ihr nicht zu müde zum Vögeln seid und euch als Ersatzbefriedigung einen guten Roten einfüllt? Woher willst du wissen, dass dein Toni Briefings schreibt und Kids für Werbespots castet, wenn er im Büro ist? Könnte ja auch sein, dass er Werbung in eigener Sache macht und sich woanders holt, was ihm sein Hausmütterchen nicht bietet. Ich war entsetzt. Aber statt auf eine Antwort zu warten, schnappte sich Elissa glücklicherweise meine Einkaufstasche. Ich war doch zufrieden mit meinem Leben. Jedenfalls hatte ich mir bis gestern wenig Gedanken darüber gemacht, ob ich mit meinen fast 40 Lebensjahren dort angekommen war, wo ich als 20-Jähriger einmal hingewollt hatte. Natürlich liebte ich Toni nicht mehr so wie damals. Die Schmetterlinge waren längst weitergeflattert. Stattdessen hatte ich Verlässlichkeit bekommen, tiefes Vertrauen und echte Liebe. Und das hatte ich mir doch immer gewünscht. Toni würde mich niemals betrügen. Die Kinder und die Familie gingen ihm über alles. Ach, da bin ich aber froh, dass du morgen nicht in Leggings und Schlafshirt hier aufschlägst. Elissa hatte mein neues Oberteil entdeckt. Schätzchen, das ist ja ein Traum. Ich wünschte, ich könnte sowas tragen, aber für Klamotten mit Pailletten drauf bin ich leider viel zu klein. Damit sehe ich immer aus wie ein zu kurz geratener Weihnachtsbaum. Ich kann dir sagen, das wird ein Fest. Mehr als 100 Bekannte und Freunde kommen. Inselpromis, Möchtegern-Sternchen, Köche, Journalisten und alte Freunde.
und ich bekomme alles zum Sonderpreis. Der Koch ist noch nicht lange Küchenchef und nutzt die Party als Werbung für sich. Soll mir recht sein. Elissa wurde vom Kellner unterbrochen, der zwei Sektgläser und ein Schälchen mit kleinen hellgrünen Kugeln auf den Tisch stellte. Prost, mein Schatz, es ist toll, dass du mitfeierst. Elissa erhob ihr fast leeres Glas, um mit mir anzustoßen. Und komm bloß nicht auf die Idee, irgendjemandem zu verraten, wie alt ich werde. Was hast du denn auf die Einladungskarten geschrieben? Kommt und feiert mit mir meinen Geburtstag bei gutem Wein und gutem Essen. Ich hoffe, die Geschenke werden auch gut. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Natürlich, beteuerte Elissa und versuchte ein ernstes Gesicht zu machen. Du wirst ja in ein paar Wochen ebenfalls 40, das wirst du ja auch nicht überall rum erzählen. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Hatte ich tatsächlich nicht. Denn im Gegensatz zu Elissa gehörte ich nicht zu den Frauen, über denen der 40. schwebte wie ein Damoklesschwert. Eigentlich ist das für mich ein Geburtstag wie jeder andere. Im Grunde kann ich ganz entspannt sein. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, einen Beruf, der mir Spaß macht. Elissa kippte den letzten Rest Sekt herunter und winkte nach dem Kellner, um nachzuordern. Willst du damit andeuten, dass ich anders 40 werde als du, weil ich kinderloser Single bin? Hör mal, Mäuschen, nimm's mir bitte nicht übel, ich hab dich wirklich sehr lieb. Aber so alt, wie du manchmal daherredest, kann ich nie im Leben werden. Was soll das denn heißen? Fragte ich entrüstet zurück. Elissa legte ihre Hand auf meine. Nur weil ich mir vom Leben andere Dinge erhoffe als du, geht's mir doch nicht schlecht, redete sie mit mir wie mit einem verstockten Kind. Überleg doch mal, wie sich das aus meinem Blickwinkel darstellt. Seit gut 15 Jahren läuft dein Leben nach Schema F ab. Der Mann ist immer derselbe, der Sex mit diesem Mann wahrscheinlich auch. Dann mit denen wir schon in der Schule nichts zu tun haben wollten und die heute wie damals herumsitzen und sich langweilen. Falkensee hat über 40.000 Einwohner und ist sehr wohl eine Stadt. Außerdem ist es fast schon in Berlin. Ihrem Blick nach zu urteilen, hatte Elissa offensichtlich Zweifel, was den Wahrheitsgehalt meiner Ausführungen anging. Zum Teil sind die Menschen, die da leben, durchaus kultivierter als einiges von dem Pack, das mir heute in der Friedrichstraße über den Weg gelaufen ist. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich mich langweile. Außerdem möchte ich auf keinen Fall später mal alleine da sitzen, ohne Mann und ohne Enkel oder Kinder. Denkst du darüber nie nach? Sie nickte. Doch natürlich, und mir graut davor, ein verhutzeltes Weibchen zu werden, das nur von seinen Erinnerungen lebt und zum Seniorenskat geht, um überhaupt jemanden zum Reden zu haben. Sie schien kurz nachzudenken, bevor sie weiter erklärte. Oder krank zu werden und niemand ist da, der sich um mich kümmert. Jetzt gerade bin ich ganz gern allein. Wenn es mir zu einsam wird, rufe ich eben einen von meinen schwulen oder kinderlosen Freunden an. Oder fahre für ein Wochenende nach Hamburg. Fürs Rentenalter baue ich darauf, dass die Freunde, die ihr Leben jetzt ähnlich leben wie ich, später auch noch da sind. Hauptsache ist es nicht langweilig. Aber ich finde mein Leben gar nicht langweilig. Jedenfalls habe ich noch nie morgens da gesessen und gedacht, was mache ich jetzt bloß mit dem langen Tag? Das ist ja noch schlimmer. Elissa schüttelte bedauernd den Kopf. Ilse, ich mache mir manchmal echt Sorgen um dich. Du warst so ambitioniert früher. Wie konnte Elissa bloß gleichzeitig so nachdenkliche Reden schwingen und parallel dazu derartige Mengen Alkohol trinken, ohne betrunken zu werden? Manchmal denke ich, dass du dir gar keine Gedanken mehr darüber machst, was du eigentlich willst. Was dich glücklich macht und wie du dein Leben ein wenig aufregender gestalten kannst. Und damit meine ich nicht einen Ausflug mit den Kindern in den Filmpark Babelsberg oder ins Legoland am Potsdamer Platz. Du musst dir keine Sorgen machen, ich bin glücklich. Und seit ich dir das Haus verkaufe, bin ich noch zufriedener als vorher. Meine Tage sind ausgefüllt, ich habe mein Haus und meinen Garten, wir machen Urlaub und genau so wird es die nächsten 40 Jahre weitergehen. Wieder schüttelte Elissa den Kopf. Tu mir einen Gefallen und vergiss deine Familie für die nächsten 3 Tage. Wir sind alte Schulfreundinnen, die auf der schönsten Insel Deutschlands so richtig auf den Putz hauen und einen mega Geburtstag feiern werden. Hast du eigentlich schon Pläne für deinen 40. Mir ist gar nicht danach, ein riesiges Fest zu geben. Also noch keine Pläne, stellte Elissa fest. Wenn dir nichts einfällt, kannst du gern mit deiner Brut hier anrücken. Ich muss sowieso im Januar nach London zu einem Verlag, der einen neuen Reiseführer machen will. Wenn deine Gören sich immer schön die Hände waschen, bevor sie sich auf meine feinen Sofas werfen, können die meine Wohnung haben. Plötzlich hob sich ihr Blick über meine Schulter und sie begann zu strahlen. Und nun stelle ich dir meinen neuen Lieblingskoch vor. Jetzt also Auftritt Oke Christiansen. Und Oke sieht aus wie David Garrett, dieser Geiger. Das ist ein Trick, den habe ich mir von Ken Follett abgeguckt. Den habe ich im Interview mal gefragt, wie er diese ganzen tausende Menschen auseinanderhalten kann in seinen Büchern. Und die immer wieder erkennt auf Seite 374. Und der schneidet sich aus Zeitschriften Gesichter aus. Also so aus Werbeanzeigen und so. Und dem gibt er Namen und das sind dann die Figuren.
Und als ich dieses Buch geschrieben habe, war David Garrett in allen Shows zu Gast. Also er hat hier gekocht und dabei Wetten, das und so. Und habe ich gedacht, ach, wenn den alle so gut finden, dann nehme ich den mal. Mein Typ Mann ist es nicht, aber wenn den viele gut finden, habe ich gedacht, passt ja. Und darüber habe ich noch keine Beschwerden gehört bis jetzt. Also Rezepte, habe ich Ihnen schon gesagt, können Sie alles ausprobieren. Und ich suche jetzt gerade die Stelle, in der dann hier auch das Restaurant beschrieben wird. Da kommt nämlich dann Daniel Kresovic tatsächlich als echter Daniel drin vor. Und irgendwo hatte ich mir vorhin was hingeklebt, das ich jetzt nicht wiederfinde. Also müssen Sie das selber suchen. Wir steigen also nochmal ein auf einer Dessous-Party. Und was ja erstaunlich ist, ich weiß nicht, wie das ist bei dir im Freundeskreis, oder diese Männergespräche. Wenn Männer weggehen und auch mit anderen Männern, dessen Frau man kennt, und die kommen dann wieder und man fragt, wie ist denn das da und damit, dann wissen die das nicht. Also darüber haben die dann nicht gesprochen. Und wenn man dann fragt, aber worüber habt ihr denn geredet, dann können die das auch nicht so richtig nacherzählen. Meistens ist das so, ohne jetzt zu pauschalisieren. Aber bei vielen ist das so, werden ja Frauen über alles reden. Und in diesen Lesungen ist dann immer so, dass ich sage, das, was jetzt hier gleich was passiert mit diesen Frauen, dass so reden Frauen wirklich miteinander. Auch wenn Männer das immer nicht glauben, es gibt ja so Situationen, wo man dann vielleicht zu Hause mal erzählt, das und das haben wir besprochen. Oder man sagt, was, darüber redet ihr? Und das passiert tatsächlich. Ich weiß nicht, ob dann bei diesen Dessous-Partys, wenn dann Alkohol geflossen ist, die Gespräche auch anders werden? Ja, die werden sehr anders. Und also bei uns sind auch Männer verboten. Also dürfen keine Männer mitkommen. Und es ist sehr locker. Also ist das aber nicht bei euch so wie, also ich kenne das bei Victoria's Secret zum Beispiel in Amerika, es ist ja so, da dürfen die Männer dann auch nicht, so im normalen Geschäftsbetrieb dürfen die nicht in den Kabinenbereich. Also wenn man dann mal irgendwas hat, was man zeigen will. Das ist bei uns nicht so. Also wir sind ja hier in Deutschland, nicht in Amerika, wir sind ja nicht so dürfen. Also die Männer dürfen dann mit rein, wenn sie wollen, wir haben eine große Umkleide. Wenn sie zu die lange drin auch bleiben würden, wäre das ein bisschen komisch. Aber wir haben ein großes Bett im Laden, da sitzen die gerne und gucken dann auch mal rein. Ah ja, okay, das funktioniert also. Diese Party, um die es jetzt geht, ist fast zu Ende. Es hat natürlich wieder viel Sekt gegeben. Ich weiß nicht, ob aus Leonardo-Gläsern oder anderen. Auch hier ist es wieder so, dass die Namen geklaut sind. Dazu sage ich dann gleich noch was. Die Damen sitzen aber jetzt eben noch zusammen am Ende dieses Abends. Annette zum Beispiel war optisch eher das Modell norddeutsche Kartoffelbäuerin. Robuster Körperbau und reichlich Muskelmasse verteilt auf knappe 2 Meter Körpergröße. Immer knallrote Bäckchen und Locken, wie andere Leute sie früher nur mit einer Doppeldosis Dauerwellflüssigkeit hinbekamen. Ausgerechnet dieses Weib hatte sich Modell Trixie ausgesucht. Reizvolle Wäschelinie aus transparentem schwarzen Netzstoff. Das am schmalsten geschnittene und zarteste Modell von allen aus meiner Kollektion. Ich wollte mir lieber nicht vorstellen, wie Trixie an Annette aussah. Immerhin hatte sie sich nicht für die Corsage aus der Serie mit passenden Nippeltessels entschieden. Klebekreise mit Blumenmotiv, die man einfach auf die Brustwarzen klebte. Aber Annette hielt das schwarze Etwas immer noch ganz verliebt mit der einen Hand fest und streichelte es, während sie mit der anderen im Sekundentakt Perlwein in sich hineinschüttete. Ach, bin ich froh, dass ich heute hergekommen bin. Ich dachte erst, in meiner Größe gibt es sowieso nichts, aber das ist ja wirklich ein Traum. Nächstes Jahr kannst du gerne mit deinen Sachen mal zu mir kommen. Jetzt habe ich schon so viel für Weihnachtsgeschenke ausgegeben, aber Ende Januar bekomme ich wieder Geld vom Verlag. Annette war Autorin für Sachbücher, die in keinem Haushalt fehlen durften. Hilf dir selbst, sonst hilft dir dein Chef. Räum deinen Schreibtisch auf und beginne ein neues Leben. Und du musst die Frösche nicht nur küssen, um den Prinzen fürs Leben zu finden. Für diese Lebensunweisheiten hätte ich niemals Geld ausgegeben, aber damit stand ich wohl alleine da. Denn Annette hatte ihren Porsche selbst bezahlt und wohnte in einem schicken Penthouse am Berliner Gendarmenmarkt. Eines ihrer Bücher fand sich immer unter den Top 10 der Sachbuchbestseller und wahrscheinlich wusste sie selbst kaum noch, wie viele dieser Werke sie mittlerweile verfasst hatte. Ja, das sind himmlische Sachen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist außerordentlich. Wusstet ihr, dass angeblich jede Frau in Deutschland mindestens einen BH von einem allseits bekannten Kaffeeanbieter in ihrem Kleiderschrank hat? Hattest du auch einmal? Und sind die in der Qualität schlecht, oder? Ja, also die sind bisschen wie H&M, bisschen besser als H&M-Niveau, aber also die sind okay. Also die haben auch eine gute Passform zum Teil, ist jetzt nicht total schlecht, aber sie halten halt nicht so lange und sind nicht wirklich sexy. So everyday. Also, dabei sind die auch. Aber das ist ja hinsichtlich der Materialbeschaffenheit überhaupt kein Vergleich.
Victoria, Geschäftsführerin einer Bioladenkette, hätte wesentlich besser in Modell Trixi gepasst. Knappe 1,58 Meter, Modelmaße, Kurven an den richtigen Stellen. Ihre langen, glatten, weißblonden Haare zeigten nie einen schwarzen Ansatz an der Kopfhaut. Entweder Victoria ging einmal im Monat zum Bleichen zum Friseur oder sie hatte von Natur aus diese unglaubliche Haarfarbe. Die kleine Schönheit hatte sich ein Set aus Lederimitat in Schwarz und Rot gekauft, Modell Divine. Sag mal, ihr seid doch alle verheiratet. Habt ihr eigentlich noch Sex mit euren Männern? Sabrina schaute fragend in die Runde. Anscheinend hatte die Sektmenge auch bei ihr deutlich die Hemmschwelle gesenkt. Allgemeines Schweigen, Verlegenes an die Wände starren. Ich frag ja bloß, wir reißen uns hier ein Bein aus, kaufen tolle Wäsche und wollen sexy aussehen und bei unseren Männern können wir froh sein, wenn die täglich die Unterhose wechseln. Im Ernst, möchtest du, dass dein Sven Tanga-Slips oder Schlüpfer mit Tigermuster trägt? Dann bestelle ich die für die nächste Verkaufsparty, bot ich an. Da kommt's mir ja schon hoch, wenn ich mir Daniel in so einem Pornostring nur vorstelle. Victoria lachte und schüttelte sich. Ich stehe auf diese eng anliegenden Unterhosen mit etwas Bein. Trunks heißen die, glaube ich. Nicht zu verwechseln mit den schlapprigen Boxershorts. Die finde ich eher abtörend. Knackiger Hintern ist wichtig. Ist doch egal, was drumrum ist, oder? Bleib doch dann eh nicht lange an. Susanne schenkte sich Sekt nach. Ralf hat mich neulich mit eng anliegenden Shorts überrascht, bei der auf den Beinen Superman-Motive aufgedruckt waren. Und in der Mitte stand Man of Steel. Da gibt's auch eine wahre Geschichte. Weil ich tatsächlich per Facebook mal Freundinnen gefragt habe an einem Abend, was findet ihr denn eigentlich gut bei Männern, so an Unterwäsche? Und dann haben die Freundinnen, die wie diese hier heißen, aber auch natürlich alle anders aussehen, die haben dann mir geschrieben, ich finde das gut oder ich finde das gut. Bis ich dann eine Mail kam von einem Freund, der schrieb, ich habe dir mal ein Foto geschickt. Und tatsächlich so, dass hat man den Eindruck, dass sich für Frauen das wahnsinnig entwickelt hat in den vergangenen Jahren und bei den Männern ist so ein bisschen bei Schießer Feinripp fast stehen geblieben. Ja, es gibt bei Männern schon auch viele bunte Sachen, da gibt es schon auch neue Materialien und so, aber du kannst dann, eine Unterhose bleibt immer eine Unterhose und beim BH kannst du einfach mehr machen. Du kannst eine Passage machen, du kannst ganz unterschiedliche BH-Formen machen und man. Und so, Netz und so Netzstoff und so kommt nicht so an. Und weil da ist ja doch schon so ein Retro, dass Schießer plötzlich wieder so modern wurde. Ja. Und solche Sachen ist schon so ein bisschen so, dass dann. Ja, es ist vielleicht eher so Bequemlichkeit. Ich meine, die sind ja auch total bequem, die Retro-Schießer. Ist das so? Sind die bequem, die Herren hier? Keiner äußert sich sicherheitshalber. aber es ist so schon so, dass es auch mehr Spaß macht, wahrscheinlich dann die Sachen für die Frauen zu designen. Wäre jetzt für dich keine Herausforderung, mal einen total sexy String für Herren zu entwickeln. Also du stehst auch eher mehr auf die Sachen, wo ein bisschen mehr drin und dran ist. Auch, genau. Da ist tatsächlich S im MXL 50, 56 und so gibt es nicht mit so kryptischen Größen. Weißt du, warum das so ist, dass das in allen Ländern unterschiedlich ist? Also wir haben ja, hier haben wir unsere 80B und so weiter. In Amerika ist man dann irgendwie bei 34, 36 und keine Ahnung, aber das ist ähnlich wie bei den Papiermaßen auch. Das ist ja, wir haben hier DIN A4 und dann gibt es in jedem anderen Land gibt's dann wieder andere Papiermaße. Ich weiß es nicht, wieso das so ist. Und diese Schwankungen, über die wir vorhin gesprochen haben, dass es eben so im Grunde ja immer so eine grobe Schätzung ist und danach muss der BH passen. Und diese Theorie, dass jede zweite Frau einen BH trägt, der nicht passt, kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung im Laden? Also die reinkommen? Ja, also nicht jede zweite, aber es sind schon sehr viele. Und das Problem ist einfach, dass eine 75B bei Triumph zum Beispiel ganz anders ausfällt als 74B bei La Perla. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, aus welchem Land die Unterwäsche kommt. Mhm. Also die französischen und italienischen Marken, die schneiden meistens sehr klein. Die Sachen fallen klein aus in der Regel. Und deswegen kann man auch gar nicht sagen, eine 75B ist immer eine 75B, weil man hat vielleicht bei der einen Marke eine 75B und dann bei einer anderen Marke ist es eine 75C oder eine 80A oder so. Und dann gibt es ja auch immer Größen, die man ganz schwierig, also 85B zum Beispiel, ist eine Größe, die es fast nie gibt. Ja doch, die gibt es schon häufig. Aber so, es ist nicht so offensichtlich nicht so eine Durchschnittsgröße, die dann auf jedem Ständer mithängt. Also es gibt schon so diese 80B-Größen, die sehr populär sind in der Kombination und andere, die es dann wieder weniger gibt. Ja, das stimmt, ja.
ja. Also 75 und 80er Brustumfänge sind sehr häufig und gängig. Und ich glaube, die 85er werden ehrlich gesagt auch nicht so gerne auf dem Ständer gehängt, weil die einfach groß sind. Ach so, und sieht nicht so schick aus. Und gibt es denn so Tricks, wie man tatsächlich, wenn man jetzt sagt, ich will nicht ganz viel Geld ausgeben, sondern eher so mittelviel Geld und gehe tatsächlich zu H&M oder kaufe bei Chibo oder sonst wo, gibt es so Tricks, anhand derer man tatsächlich die richtige Größe rausfinden kann? Also kannst du da was empfehlen? Also im besten Fall sollte hinten, sind immer so kleine so Hakenverschlüsse, und wenn man den BH anprobiert und der sitzt bequem, dann sollte immer, also wenn das jetzt drei Haken sind, dann sollte immer der mittlere Haken gut passen. Mhm. Weil oft geben die BHs noch nach, dann kann man sich den noch enger stellen. Und wenn man den BH kauft und der ist schon im engsten Haken und der gibt dann noch mehr nach, was die meisten BHs tun, dann ist er nach ein paar Wochen zu weit eigentlich. Also das sollte man nicht tun. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Man muss halt gucken, dass das Cup gut passt. Das kann man mit Träger einstellen, ein bisschen arbeiten, aber wenn man sich die Träger einstellt und es passt immer noch nicht, das klappt, dann sollte man den BH auch nicht kaufen. Wie man so einen schicken BH dann richtig wäscht, darüber sprechen wir gleich noch. Eine kleine Geschichte gibt es noch aus dem Buch. Zu allem, was nämlich so passiert, die Verwirrung, die Ilse so erlebt und das, was es so an Geschichten gibt, von denen ich gar nicht so viel erzählen will, und wie der Daniel Kresovic und das Restaurant 44 da noch so mitmischen, verliebt sich auch noch die Tochter von Ilse. Und das führt zu einem munteren Abend in der Familie, und den hören Sie jetzt. Am frühen Abend kam Hannah mit roten Wangen und strahlenden Augen nach Hause. Sie reagierte abwesend auf alle Fragen, die ich ihr zum Schultag und ihrer Freundin stellte. Die Sushi schaufelte sie gleichgültig in sich hinein. Ganz klar, an unserem Tisch saß ein verliebter Teenager. Und der kleine Bruder dieses Teenagers war natürlich unsensibel genug, diesen höchst privaten Zustand zum Tischgespräch zu machen. Hannah! Warum packt dein Freund dich eigentlich beim Küssen am Hintern an? Hat der Angst, dass du ihm abhaust? Tom musste über seinen eigenen Witz so sehr lachen, dass ihm die Reiskörner aus dem Mund flogen. Was für ein Freund! Hannah war die Unschuld selbst. Wäre dieses sphinxhafte Lächeln nicht gewesen, hätte ich ihr sogar geglaubt. Aber wer einen kleinen, neugierigen Bruder auf derselben Schule hat, braucht keine Feinde. Dieser Typ aus deiner Parallelklasse mit den komischen Haaren, habe ich doch gesehen, wie der dich heute abgeknutscht hat. Matti und ich mussten danach erstmal kotzen gehen. Tom machte Würgegeräusche. Tom nicht beim Essen. Immerhin hatte unser Sohn es geschafft, Toni aus seinen Gedanken zu reißen, der bisher ähnlich verträumt wie meine Tochter am Tisch gesessen hatte. Aber das stimmt, Papa, echt, Mann! Tom griff beleidigt nach weiteren Sushi-Röllchen mit Gurkenfüllung und schüttete reichlich Sojasauce darüber. Toni sah Hannah streng an. Vielleicht klärst du deine Eltern darüber auf, wer dieser Junge ist, über den Tom so gut Bescheid weiß, versuchte er es mit väterlicher Güte. Kennen wir ihn? Hannah wurde rot. Ich habe doch gesagt, ich habe keinen Freund. Hannah, du kannst uns alles sagen. Wir sind nicht nur deine Eltern, sondern auch deine Freunde. Toni klang wie ein alter Onkel in einem Mafia-Film. Hannah verdrehte die Augen. Zu Recht, wie ich fand. Selbst ein Mann musste doch merken, dass er sich bei jedem weiteren Nachfragen nur weiter verschließen würde. Weißt du, Mama und ich, wir würden gerne an deinem Leben teilhaben. Aber du erzählst uns ja nichts mehr. Und manchmal mache ich mir einfach Sorgen. Man hört doch immer wieder von Jugendlichen, die Drogen nehmen oder auf Partys so viel Alkohol trinken, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Oder derartigen Unsinn hatte Toni doch früher nicht von sich gegeben. Mensch, Papa, krieg dich wieder ein. Hannah warf wütend die Essstäbchen auf ihren Teller. Ich will nicht heiraten und bin auch nicht schwanger. Du wirst für mich keine Zigaretten finden, Bier und Wein schmecken mir nicht und Drogen machen einen schlechten Teint, auf den ich gut verzichten kann. Wenn du irgendein Problem hast, dann such dir einen Psychiater und nerv mich nicht. Beim Aufstehen stieß sie heftig ihren Stuhl zurück. Toni starrte sie an. So einen Ausbruch hatte er an diesem Tisch noch nicht erlebt. Erst recht nicht von seinem kleinen Mädchen. Kann ich in mein Zimmer gehen? Ich muss noch lernen. Hannah sah mich fragend an. Ja, natürlich, für mich ist das in Ordnung. Ich warf Toni einen warnenden Blick zu. Er nickte nur und schenkte sich Wein nach. Hannah rauschte ab. Boah, ey, was denn mit der los? Mama, ganz in echt, ich hab dich nicht angelogen. Ich hab Hannah bestimmt mit diesem Typen gesehen. Der hat so coole Turnschuhe an, die mit dem Reißverschluss an der Seite, die du mir nicht kaufen wolltest, weil sie so teuer waren. Wir glauben dir ja. Und Hannah lügt auch nicht unbedingt, denn wenn man Dinge verschweigt, dann ist das ja nicht gleich gelogen, erklärte Toni seinem Sohn. Das war ja mal eine ganz neue Weltanschauung. Damit könnte Toni prima in die Politik wechseln. Wir sagen einfach mal nicht, dass das Geld für die Rentner knapp wird, dann haben wir nicht gelogen, wenn es am Ende nicht reicht. Wir sagen nicht, dass die Deiche die nächste Flut vermutlich nicht halten kann. Dann macht es nichts, wenn beim nächsten Tauwetter alles unter Wasser steht. Ich war froh, dass ich saß, denn ich spürte, wie mir die Beine zitterten. Ich holte tief Luft. Das ist aber wirklich Unsinn.
du kannst doch nicht behaupten, nur weil man Dinge verschweigt, sind sie keine Lügen. Das musste jetzt einfach raus. Toni sah mich erschrocken an. Anscheinend war mein Tonfall etwas schärfer ausgefallen als beabsichtigt. Im Einzelfall mag das ja stimmen, aber ich möchte schon, dass ihr mir sagt, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Ich wandte mich an Tom. Wenn du zum Beispiel in einer Klassenarbeit eine 5 bekommst und uns nichts erzählst, dann ist das zwar nicht gelogen, aber umso schlimmer, weil das zeigen würde, dass du kein Vertrauen zu uns hast. Spätestens am Schuljahresende sehen wir in deinem Zeugnis sowieso, wie du mitgearbeitet hast. Geht ja gar nicht. Du musst doch alles unterschreiben, sonst kriege ich Ärger von Frau Plampun. Das war ja nur ein Beispiel von Mama. Toni sah allerdings nicht weniger verwirrt aus als Tom. Also hat Hannah kein Vertrauen, sonst hätte sie das Knutschen zugegeben, oder? Klar, dass Tom diese wirren Erklärungen zum Thema Wahrheit und Lüge nicht nachvollziehen konnte. In seinem Alter gab es Schwarz und Weiß, kein Grau dazwischen. Vielleicht war es ihr peinlich, vor uns allen darüber zu sprechen, musste ich sie in Schutz nehmen. Weißt du, wenn man sich zum ersten Mal verliebt, dann ist das etwas sehr Persönliches. Lass sie doch erstmal allein damit klarkommen. Man konnte Tom förmlich ansehen, wie er versuchte, diesen Gedanken in seinem kleinen Hirn zu verarbeiten. Es war schon ein paar Wochen her, da hatte er mich abends gefragt, ob ich Toni oder Toni mir eigentlich zuerst gesagt hatte, dass er mich lieb hätte. Weil er nicht wusste, wie er einem Mädchen in seiner Klasse sagen sollte, dass er sie mochte. Er konnte überhaupt nicht einschlafen, die Sorgen eines 10-Jährigen. Aber offensichtlich erinnerte er sich jetzt daran, dass ich weder Hannah noch Toni von der Klassenkameradin erzählen durfte, denn er nickte und sagte, okay. Dann stopfte er sich noch ein Sushi-Röllchen in den Mund und spülte mit Apfelsaft nach. Darf ich auch aufstehen? Toni nickte nur und Tom flitzte die Treppen hinauf in sein Zimmer. Was war das denn für eine Rede? Ist es etwa falsch, wenn ich wissen möchte, mit wem sich meine Tochter herumtreibt? Machte Toni seinem Unverständnis Luft, sobald Tom verschwunden war. Ich spürte, wie in mir langsam die Wut aufkochte. Erstens ist Hannah unsere Tochter. Und zweitens kann von herumtreiben überhaupt keine Rede sein, wenn sie auf dem Schulhof einen Freund trifft. Toni schlug mit der flachen Hand links und rechts neben seinen Teller. Etwas an, wenn der Typ sein Taschengeld als Dealer aufbessert oder Hannah zu Flatrate-Saufpartys abschleppt. Ja, dann ginge uns das etwas an. Aber wenn unsere Tochter sich verliebt und sie den neuen Freund am Anfang für sich alleine haben will, weil sie sich noch nicht sicher ist, ob das eine längerfristige Sache ist, dann sollten wir ihr die Entscheidung überlassen, was sie uns erzählt. Ich versuchte mich zu mäßigen, was mir einigermaßen schwer fiel. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wie es war, als du das erste Mal verliebt warst? Als alles so zerbrechlich und neu und ungewohnt war, dass man morgens beim Aufwachen Angst hatte, alles nur geträumt zu haben? Die letzten Menschen, denen man dann mit dieser Unsicherheit und ersten Verliebtheit kommen will, sind die uncoolen Eltern. Aber wir sind doch nicht uncool, Toni sah verzweifelt aus. Doch, für Hannah sind wir spießige Eltern, die den Rasen mähen, im Supermarkt nach Sonderangeboten Ausschau halten und von Teenies und ihren Leidenschaften keine Ahnung haben. Meine Güte, Toni glaubte wirklich, er wäre der beste Kumpel seiner Tochter. Zeit, ihn aus dem Peter-Pan-Traum aufzuwecken. Wenn sie dich für ihren Freund halten würde, dann hätte sie sich jetzt mit dir aufs Sofa vor den Kamin gekuschelt und über Zungenküsse und Petting diskutiert. Jetzt übertreibst du aber. Ach, um mich abzulenken, stand ich auf, holte eine Flasche Wasser aus dem Kühlfach und Gläser aus dem Küchenschrank. Dann setzte ich mich wieder zu Toni an den Tisch. Hast du deinen Eltern immer gleich alles auf die Nase gebunden? Bei Pubertierenden muss man schon ein wenig nachsichtig sein. Wenn sie soweit ist, wird sie damit herausrücken, wer ihr Freund ist und wie ernst sie die Sache nimmt. Aber wenn du sie bedrängst oder versuchst, über Tom mehr herauszufinden, verspielst du das letzte bisschen Vertrauen, das sie in dich hat. Das kann ich dir versprechen. Toni sah mich nachdenklich an, trank einen Schluck Wasser und nickte. Vermutlich hast du recht. Wenn wir erwarten, dass Hannah uns vertraut, sollten wir ihr dasselbe zugestehen. War das jetzt der Moment? Die passende Gelegenheit für ein klärendes Gespräch? Sollte ich das Stichwort zum Anlass nehmen, um über unsere Beziehung zu sprechen? In meinem Magen fühlte es sich an, als veranstalte eine Zwergenmannschaft eine Weltmeisterschaft im Achterbahnfahren. Das kann man jetzt natürlich nicht weiter erklären, was da passiert und was die Frau bewegt. Das müssen Sie selber nachlesen, sonst verrate ich auch noch die letzten Geheimnisse. Deine Kinder, sind die schon im pubertierenden Alter? Ja? Auch gibt es schon eine erste Freundin? Naja, also die sind jetzt 12 und 13, das sind nicht nur eine Tochter, sondern gleich zwei. Und natürlich hat die Kleinere als erstes sich einen Jungen ausgeguckt. Die Ältere ist mal so ganz brav und die Kleinere überholt immer so links, die große Schwester. Und die hatte so sich mal kurzzeitig verliebt für 2 Wochen, aber dann war das auch wieder vom Tisch, weil sie einfach nicht so total ist. Und erzählen die aber zu Hause dann davon? Bis jetzt, ja. Mir hat neulich jemand erzählt,
dass der Sohn einer Freundin ging das erste Mal mit seiner Freundin ins Kino, 12 Jahre alt, und hat mit einer Tomate Zungenküsse geübt. Das habe ich auch noch nicht gehört. Auch so ein kleiner Ratschlag mal zu mitnehmen. Also wenn Sie mal wieder ein bisschen Training brauchen, dann wäre vielleicht die Tomate die richtige Methode. Das war nicht meine Tochter, die war nämlich neulich auch mit mir umgekommen. Jetzt können wir ja da gleich nochmal klären. Das ist die perfekte Überleitung, um Ihnen noch kurz zu erzählen, an was ich so arbeite. Also ich arbeite unter anderem gerade an einem Sachbuch über die erste Liebe. Wenn es also in Ihrer Familie Geschichten gibt, vor allem darüber, wie sie sich als Eltern verhalten haben, wenn das Kind das erste Mal mit der Freundin oder dem Freund zu Hause war, also ob sie zu diesen klassischen Müttern gehören, die gerne mal anklopfen, wollt ihr Kekse oder Saft oder ich muss noch mal in den Wäscheschrank. Wenn es da so Geschichten gibt, freue ich mich sehr, wenn Sie mir die schreiben, wenn ich die dann auch veröffentlichen darf. Ich ändere auch gerne die Namen. Sie wissen ja, ich bin großartig im Verändern von Namen. Darin habe ich Übungen, das kriege ich hin. Dann wollen wir auf jeden Fall nochmal auf die Party hinweisen, auf die Dessous-Party, die bei Blush stattfindet. Rosa-Luxemburg-Straße seid ihr. Ladies Night, und wenn Sie nochmal alles genau nachgucken, Blush mit sh-berlin.com, auch richtig. Genau. Informationen über mich gibt es bei Facebook, wenn Sie da drin sind, oder natürlich auch sonst überall. Und wenn Sie mögen, können Sie jetzt auch noch irgendwas fragen. Ich bedanke mich sonst erstmal, dass Sie hier waren. Und, die Expertin. Ja. Das ist möglicherweise etwas unsinnige Frage, aber die Kappgrößen reichen von A bis theoretisch unendlich und die Laden bis E. Wieso gibt es dann Doppel-D? Doppelt ist es eigentlich immer. Guter Einwand! Doppel-D auf kleinen Sachen Größe E. Also mit Kappe E. Also Doppel-D und E wahrscheinlich. Gibt es auch Doppel-B? Das ist dann C. Haben wir doch jetzt total gelernt. Logik, oder? Also ist das ein Euphemismus, um zu vermeiden, E zu benutzen? Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass früher gingen die BH-Größen oft nur bis D und dann machte man das Doppel-D dazu und irgendwann ging es dann weiter bis ja. E, F, G, H, I. Wie bei diesen Energiedingern. Früher ist A bis D, das heißt A plus, A plus. Aber Doppel-D ist auf jeden Fall immer das, was alle Männer kennen. Ja, aber schauen Sie sich doch mal an, das D ist doch ein viel schönerer Buchstabe für Namen. Ja, ja, finde ich auch. Also E ist ab sofort gestrichen. Wie oft sind denn die Partys? Ganz unterschiedlich, so alle 8 bis 12 Wochen. Und sind das auch so im Alter ganz gemischte Truppen? Ja. Aber jetzt vor Weihnachten darf auch kein Mann mit rein, um mal was auszusuchen. Männer mit rein. Also Männer können gerne tagsüber, haben wir immer von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Und was macht ihr denn da? BHs anprobieren, oder? Ja, das ist einfach immer lustig. Es gibt lustige Themen. Es wird natürlich über Männer geredet und es probieren alle wild an, aber nicht nur BHs, sondern auch Nachthemd und Morgenmäntel und es ist immer so ein bisschen wie so eine Kettenreaktion, wenn eine Freundin anfängt, was anzuprobieren, dann ist es endlich ein Buch, dann ziehen alle nach und oft es gibt dann auch so Situationen, wo man sich über so ein Teil vielleicht mal streitet, weil das nicht nochmal da ist, weil es bekommt eine wahnsinnige Attraktivität, wenn es dann einer gut aussieht, dann wollen es die anderen auch haben. Das ist so wie bei Tuba, wenn einer den super Küchenfreund hat, dann wollen ihn alle. Nicht wesentlich anders. Das, was Claudia anhat übrigens, ist auch ein Morgenmantel aus der Blush-Kollektion. Mhm. Ist kein Abendkleid oder so, sondern so schicke Sachen gibt es auch für Weihnachten und so. Ich habe noch bitte. In dem Buch gibt es so 2-3 Sätze glatt. Ja. Ich habe 5 Minuten gebraucht, um zu entziffern. Kann man das mal probieren? Ja, wenn ich das jetzt finde. Irgendwie rechts unten. Weißt du die Seite noch ungefähr? Nee. Das ist, glaube ich, wenn sie wegfährt von so der Taxi-Dienst. Ja, also ich komme ja aus Nordfriesland und habe Plattdeutsch tatsächlich auch gelernt. Da kommt sie, glaube ich. Ja, stimmt, das ist, wenn sie wieder wegfährt nach dem Fest. Da ist sie schon wieder zu Hause. Das ist lustig mit dem Plattdeutschen, weil ich habe das geschrieben und dann hat die Lektorin gesagt, sind Sie denn wirklich sicher, dass das auch alles richtig ist?
Und da habe ich gesagt, naja, mit Plattdeutsch ist das schwierig, mit richtig und falsch, weil es gibt ja so ein Plattdeutsch und in Niebel wird dann schon wieder ein anderes gesprochen als in Flensburg. Ich hab's. Und ich habe das dann aber nochmal jemandem geschickt, der auch viel Plattdeutsch spricht und habe gesagt, guck dir das nochmal an, Achim, und sag mal, ob das so ist. Und der schrieb mir dann auch zurück, Plattdeutsch ist Plattdeutsch, das ist mal so. Also hier auf besonderen Wunsch, nun kick die das mal an, das ist doch immer das Serbige. Da landen wohl ein oder zwei Flocken Schnee wie uns und eins ist zu laut. Was blieben den Lüten nicht zu Hus, wenn sie das nicht können mit der Dore Auge vorn wie düstet Wetter? Also übersetzt regt sich dieser Taxifahrer auf, dass die Leute, das ist so irgendwie in Berlin, zwei Flocken Schnee fallen und dann können die alle nicht mehr Auto fahren. Warum bleiben die nicht zu Hause bei diesem Wetter? Also, so ist das. Und als der erste Satz, den du da, das ist der, er klingelt die Gegensprechanlage Wohnung oben. Und sie bittet ihn, nach oben zu kommen, um den Koffer zu tragen. Und er sagt dann, nee, das geht nicht, junge Frau. Da hätten wir auch kein Bad. Da hätten wir auch kein Bad von Secht in der Zentrale. Ich helfe da in den Rüch. Also er darf das nicht. Und das hat ihm auch keiner gesagt, dass er tragen soll. Und er hat es im Rücken und deswegen kann er auch nicht helfen. Und das ist mit dem Plattdeutsch immer schwierig. Der Verlag will das immer nicht so gerne, weil dann eben heißt es immer, das versteht ja keiner. Ich finde das immer ganz schön, wenn man so ein bisschen eigenes reinbringt. Vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder anderen, der ein bisschen Plattdeutsch lernen will, dann hilft das ja auch. Haben wir denn mal so bei Facebook, was es sein soll? Wie lange sitzen wir am Wochenende? Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich das wirklich, so blöd das klingt, nebenbei schreibe. Ich habe einen Roman jetzt noch geschrieben, den ich aber, sage ich jetzt mal geheim, nicht unter meinem Namen veröffentlicht, sondern unter N.F. Holstein. Schmidt Happens. Das ist auch eine Radiogeschichte, gibt es nur als E-Book, weil mir der Verlag zu langsam war. Also die brauchen wahnsinnig lange, bis sie sich für einen Stoff entschieden haben und ich schreibe schnell, wenn ich schreibe, aber tatsächlich arbeite ich ja auch noch beim Radio und immer wenn mal Zeit ist und wenn ich eine Idee habe, schreibe ich die auf und schreibe weiter und dann, wenn der Verlag sich entschieden hat und gesagt hat, wir machen jetzt dieses Buch mit dir, dann fängt sozusagen die eigene Lektorin hat wie ich, die ist sogar so, die geht zu Google Maps und guckt, wenn ich schreibe, ich ging an der Westerländer Promenade entlang und sah die Fähre nach Römm, dann guckt sie, ob das wirklich die Fähre nach Römm ist oder ob die nicht auf der anderen Inselseite fährt. Und die ist da wirklich sehr genau und passt auf, dass keine Fehler passieren. Ja, nur telefonisch. Alles Telefon und E-Mail. Ja. Sehr engmaschig. Nee, also es ist schon so, dass es sozusagen die Abgabe des ersten Manuskripts gibt und dann überarbeitet sie das und schickt so ein paar Anmerkungen und dann gehe ich wieder ran und dann so geht das hin und her zwei, drei Mal und dann irgendwann, manchmal muss man ein bisschen kämpfen bei Sachen, also es ist hier am Anfang zum Beispiel so, dass ihr Ehemann einen SpongeBob-Pyjama trägt. Das war aus gewissen Gründen wichtig. Und da hat sie gesagt, das weiß ich noch, das gibt es doch gar nicht für erwachsene Männer. Und dann habe ich gesagt, das ist egal, das ist doch wichtig für diese Geschichte und es ist ja kein Tatsachenroman, sondern es ist eine ausgedachte Geschichte. Also da muss man dann manchmal schon auch kämpfen, weil dann natürlich auch Geschmäcker aufeinandertreffen, aber in anderen Fällen ist es eben auch sehr hilfreich, dass da jemand nochmal unbefangen drauf guckt. Also mein Mann trägt keinen SpongeBob-Pyjama, wenn die Frage jetzt als nächstes kommen sollte. Was hat sie nach Brandenburg verschlagen? Die Arbeit. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren in Berlin, 15, 16 ungefähr, kam hier, weil mein Mann in Berlin arbeitete. Ich habe eine Zeit lang bei Sat.1 gearbeitet in der Promotion und wir haben erst in Berlin gewohnt und haben dann irgendwann die Sehnsucht gehabt nach Garten und solchen Dingen und haben dann in Falkensee was gefunden, was uns sehr gefallen hat und deswegen sind wir jetzt da. Und ich wohne auch gerne in Brandenburg, auch wenn es viele im Freundeskreis gibt, die sagen, im Leben würde ich da nicht hinziehen. Ja, dann trinken Sie noch einen. Schön, dass Sie da waren. Danke. War ja mal schön. Ich sag mal, dann ganz was anderes, wenn jemand so vom Fach ein bisschen erzählen kann. Das Schöne ist, dass ich das ja jetzt alles verhalten kann, nochmal weiterverwenden.
Ich habe einen Roman angefangen, da habe ich tatsächlich Gabelfall, so einen Sexshop, da habe ich recherchiert. Das musst du jetzt auslaufen oder einfach zu flappen? Ich könnte ausmachen, ich könnte auch weiterlaufen. Tschüss. Genau, tschüss, das ist doch nett. Hier ist nett.